Einmal werden die Bäume die Lehrer
sein. Das Wasser wird trinkbar. Und das Lob so leise wie der Wind an einem Septembermorgen. Basler. Ein Basler aus dem Basler Teig. Und wie wir alle wissen, im Teig wird Basel Deutsch, Französisch gesprochen, jedoch kein Englisch. Würde man einem Basler aus dem Teig sagen, er wäre doch so gütig, ein Kochrezept vorzutragen, würde sich das in etwa so anhören. Der Basler aus dem Basler Teig ist natürlich von sich so überzeugt, dass sein Englisch das perfekte Englisch ist. Nun gut, lassen wir ihn in seinem Glauben. Also jetzt los mit der Moll. A Basler Flour Soup. To set the world right. A halbe Kopf Flour. Ei und ein halb Quarts Bouillon, ein Viertel Kopf Butter, Pepper, grated Nutmeg, zwei Teaspoons Majoran, fresh or dry, grated Cheese, your choice, the taste. Also erstens, hebt Butter ins Keilet, add flour, stir with wooden spoon until brown it. Zweitens, add painted bouillon while braiding with your whisky. Drittens, simmer over medium hat for 40-45 Minuten. Viertens, add majoran during the final 5 Minuten. Pour in per soup bowls and sprinkle with cheese. Make 4 servings. Und zum Schluss, the best stuff is heavily abgescheidet in 3 hours of the Morgenstreich. Guten Appetit miteinander. Ein Regisseur, der dem Schauspieler die Regieanweisung gegeben hat, ein Kochrezept von Linda Geisser etwa so vorzutragen wie ein Gedicht
also wie zu Shakespeares Zeiten, möglichst poetisch, das würde sich in etwa so anhören. Ich meine, der Schauspieler spricht ebenfalls kein Englisch, das würde er nie sich eingestehen, er würde es ignorieren. Und er würde etwas so vortragen, als wäre Englisch seine zweite Muttersprache. Golden broth. Eight slice with bread. One quart beef steak or bouillon. Two tablespoon butter. Chive saffron. Cut bread into the slice about 2 inches a diameter. Three slice until golden brown. Bring bouillon to boil at saffron. Liquid should be bright yellow. Cut white bread slice into the heat. Some goes. Pour in hot bouillon, sprinkle with cheese, into 1220, the farmers of the Valais opened the Schollenschluck bridge of traffic and crossed the Alps, bringing with them the precious saffron crocus flora. We add in this savory paste their dishes. They also add that green yellow sunshine and fieldless homestick in the northern country. Die Franzosen haben seit jeher ein sehr gespaltenes Verhältnis zu England, insbesondere zur englischen Sprache. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Würde man nun zum Beispiel einen Chefkoch von einem 5-Sterne-Restaurant dazu bitten, ein Rezept in englischer Sprache vorzutragen, würde er dies sicherlich tun, wenn auch widerwillig. Er würde diesem Rezept jedoch auf alle Fälle seinen französischen Stempel aufdrücken. Mesdames et Messieurs, silence, s'il vous plaît, et écoutez-moi. Alors, saucisse de veau au Pierrot. Pork sausage with leek. Un bon sausage de viande. Deux bons leek cut into 2-inch pieces. Un ou deux small onions chopped. Deux tablespoon oil. Un bel œuf salt. Pepper, garlic, powder, a cup with wine. Soak the onion in preheated oil, stir constantly. Add leek, soak carefully for 3 et 4 minutes. Add vine. Belef, zezo, with garlic, salt and pepper. Put sausages on top of leek. Cover with tight feeding lid.
immer gently for 30, 40 minutes. Serve with steamed potatoes. Make 3 servings. Bon appétit, tout le monde. Merci.